Hallo Leute und willkommen zurück zu Eternal Sonata. Ja, sorry, dass ich mit dem Part hier so unterbrechen musste, aber ich will wie gesagt die Videolänge wirklich nicht überziehen und 15:20 ist da die Grenze. Auch wenn ich noch das Privileg habe, wer weiß, wann es wieder fort ist, es kann jeden Tag soweit sein und deswegen, hier ist was Vorsage, muss ich das leise machen und deswegen machen wir hier gleich weiter. Ja, und ihr seht, wir haben noch immer die gleiche Gruppe, auch wenn die drei jetzt mit uns reisen sozusagen, die wir gerade gesehen haben. Und wir sind hier wieder bei unseren besten Freunden, den Drachen. Aber der Drache sollte nicht wirklich ein Feind sein für uns. Der macht wieder mal nur viel Gewalt. So, einmal reingehauen. So. Wenn jetzt nicht stirbt, dann kriegt eine Viola ran, auch wenn sie näher dran steht. Was heißt noch? Irgendwo ist noch einer. Da unten. Eine Fledermaus! Okay, 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 bleib im Schatten. Okay, ich zeige mal was, indem ich den einfach so raushau, er wird zum Drachen. Okay, das wollte ich nicht, egal. Ich glaube, das Drache gibt da, glaube ich, mehr XP, ich bin jetzt nicht sicher. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich hin muss. Muss ich euch sagen? Gibt da was? Nö. Kann ich nicht hin. Aber ich denke, ich muss einfach zurückgehen. Zurück zum Anfang. Wo, weil es hat ja geheißen, dass wir uns zu... Da oben sitzt wer. Habe ich doch geahnt, falls ihr erinnern könnt für ein paar Parts. Nanu, das ist doch die Gruppe, die ich auf dem Hügel getroffen habe. Was für ein Glück. Ich habe nämlich Löcher in den Schuhen und meine Füße bringen mich um, ob wir wohl ein paar Schuhe leihen können. Haben wir Schuhe? Ich möchte so schnell... Nein, ich habe leider keine Schuhe. Tut mir leid, Typi. Weil ich weiß, dass der Typ ist Teil vom Tauschgeschäft, aber ich weiß leider nicht mehr, wo genau ich da aufgehört habe. Bei dem Tauschen. Den Speicherpunkt. Doch, den benutze ich jetzt. Ich habe irgendwie Angst, dass irgendwas kommt. Und wenn ich dann nicht gespeichert habe, muss ich die ganze Strecke hier wieder her latschen. Nochmal. Das will ich nicht. Kein Bock drauf. Auf jeden Fall, wir haben schon immense Spielzeit. Wir sehen jetzt schon über 9 Stunden Spielzeit und ja, nicht schön. Meiner Meinung nach. Chubasa! Andantino ga omotemon kara temiyage demo burasagete tazurete kuru to demo omottan desu ka? すみません、悪つ様。分かってるね。これが最後のチャンスだよ。今すぐ探し出して、全員始末してください。分かりました。いや、あのアゴゴの森の番人は生かしたまま連れて帰ってきて。それが全国民の願いだから。 ところで、あんたはなんで旅をしてるんだ？まだ聞いてなかったよな。フレデリック。 ショパン様は今自分と向き合う旅をなさっているのです。戻る家がある旅なのか、はたまた
死を認める旅になるのか。フレデリック、帰ってきて。そうですね。この世界が私の夢だと言ったら、驚きますか？現実の私は今パリで眠っています。そこで私はピアニストとして、そして作曲家として、それなりに人に知られる仕事をしているんですよ。パリだって？聞いたことのない場所だな。あんた、あんまり笑いの才能には恵まれてないみたいだな。いえ、冗談ではないのです。おかしなことを言うだべな。そこまで言うなら証拠を見せるだべよ。そう言われると困ってしまうのです。私はその証拠を探して旅しているのかもしれません。実際この世界が夢であるという確信が私の中でも揺らぎつつあるようなのです。あんた、まさか抗風薬の取りすぎじゃないだろうね。夢と現実の区別がつかなくなるなんて症状はさすがに聞いたことないけど。もちろん抗風薬は飲んでいませんよ。しかし夢と現実の区別ですか。確かにこの世界は限りなく現実に近いのです。だとすると夢と現実、その違いを認識する術を私は見失ってしまったのでしょうか。ちょっと待ってよ。現実を認識するってそんなに難しく考えることないんじゃない？ええ、当たり前のことだから。例えば空気があるって意識しながら息はしないでしょ。そう、あまりに当たり前すぎることを私たちは認識できないのかもしれません。しかし認識できないことと存在しないことは道義ではないのです。頭がこんがらがってきたよ。ショパンさん、つまりなんで旅してるの？私は試されているのだと思います。この旅で何かに気づかなければならないのです。そのために夢と現実があざなわれたこの世界を精一杯生きることが大切なのだと考えています。なんだ、結局はっきりした目的はないのかよ。あんた、めんどくさいおっさんだな。アレグレット！なんだよ、怖い顔して。いくらなんでも、そんな言い方ってないわ。ショパンさんに失礼よ。失礼って、お前このおっさんの。ショパンさん、よ。わかったよ。ショパンさんの言うこと、信じてるのかよ。いけない。とっても素敵な考え方だって思うわ。ポルカ姉ちゃん、本気なの？それは、だから、本当に夢とかそういうんじゃなくて、考え方が。なんだよ、やっぱり信じてないんじゃないか。もう、アレグレットなんて知らない。おい、ポルカ！やれやれ、女心が分かってないね。うるさい、行くぞ。Ja, ja, ja, die Frau nimm mal. Ich schau auf meine, ja, meine Truppe passt eh noch. Immer diese Frauen. Die speichere ich hier lieber. Speichern. Ich weiß nicht, ich, das ist blöd. Denn ich weiß, was da vorne passiert. Ich weiß, was da vorne passiert. Egal. Egal, was da vorne passiert. Das kann, ich werde wahrscheinlich wieder den Part irgendwo mit drinnen schneiden müssen. Wisst ihr, warum diese Festung gebaut wurde?
um Forte vor Feinden zu schützen. Barock, Piraten und so, oder? Ja, das ist der offizielle Grund. Und warum wurde sie wirklich gebaut? Damit die Untertanen des Königs von Forte nicht entkommen konnten. Hä? Vor langer Zeit lebte in Forte ein König, den sie den Weisen König nannten. Man sagt, seine Untertanen verehrten ihn wegen seiner Aufrichtigkeit und Milde. Für so einen König legten sie sich gern ins Zeug und das ganze Königreich blühte deswegen auf. Arbeit, Kultur, Technologie, alles zusammen trug zum Wohlstand des Landes bei. Zu dieser Zeit wurde Fort Fermate gebaut. Der König wollte all seine ergebenen Untertanen nahe bei sich behalten. Er hat es nicht ertragen, Zuneigung, Respekt und Respekt auch nur eines einzigen Bürgers zu verlieren. Als die Festung fertig war, konnten die Menschen Forte überhaupt nicht mehr verlassen. Zuerst ließen sie es sich gefallen, im Forte eingesperrt zu sein, aber das war natürlich nicht von Dauer. Sie wurden immer unzufriedener, es kam zur Rebellion und der selbstsüchtige König wurde entthront. Wie traurig. Nicht wirklich, er hat es ja nicht anders verdient. Er dachte eben, es sei die einzige Möglichkeit, sich zu schützen. Er wollte, dass man gut von ihm dachte, ihn lobte und bewunderte und für alle Zeiten liebte. Er verschloss seine Augen vor seinen Fehlern und lebte in einer Fantasiewelt. Er baute die hohe Festung, um sich diese eine Welt zu bewahren. So beschwichtigte er sein feiges Herz. Am Ende hatte der König alle Freunde verloren, die ihm seine Fehler aufzeigten, seine Unzulänglichkeiten ausglichen und ihm geholfen hätten, über sich hinauszuwachsen. Es ist eben sehr wichtig, dass wir unsere Schwächen wie unsere Stärken akzeptieren, dass wir an uns selbst glauben, ohne das Urteil der anderen zu fürchten. Wir lernen jetzt aus unseren Fehlern und wachsen dabei. Das Traurigste ist, dass der König das nicht einsehen konnte. Nicht wahr? Punkt, Punkt, Punkt. Aber das ist alles lange her. Aber jetzt sieht es aus, als würde Forte den gleichen Fehler noch einmal machen. Mit dem Mineralpulver, stimmt's? Wie viel wisst ihr eigentlich über das Mineralpulver? Viola hat uns von den gefährlichen Nebenwirkungen berichtet. Gut, unterwegs erzähle ich euch alles, was ihr wisst. Gut Leute, und ich würde sagen, ich mache hier Schluss. Genau hier auf der Brücke. Ein cooler Ort. Wir haben zwar noch 2 Minuten, aber ist egal, ich mache jetzt Schluss. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Bis dann Leute und ciao.